Ein tropisches Land am südchinesischen Meer. Eine Nation gleichgeschaltet im Kommunismus und doch offen für die Marktwirtschaft. Ein Agrarstaat auf dem Sprung zur Industrienation und von der Zweirad- in die Vierradgesellschaft. Eine junge Bevölkerung, fortschrittsgläubig und doch dem Ahnenkult verbunden. Vietnam, für viele Jahrzehnte vor allem ein Synonym für Krieg und Leid und den Kampf gegen eine scheinbar unschlagbare Super. Ich stehe hier auf dem Dach des Rex Hotels in Saigon, das dem amerikanischen Informationsamt während des Vietnamkrieges als Hauptquartier diente. Hier wurden wir gut 500 Journalisten aus allen Teilen der Welt über den Fortgang des Krieges unterrichtet. Das geschah meist über eine Pressekonferenz um 17 Uhr, die bald den Namen 5 o'clock Follies weg hatte. 5 Uhr Märchenstunde. Denn die Meldungen von Sieg und Fortschritt wurden immer unglaubhafter, bis die Ereignisse von 1967 und 68 sie endgültig Lügen straften. Ich war zwar damals nur Korrespondent auf Zeit hier, aber die Erinnerungen an diesen Krieg haben mich nicht losgelassen. Und so bin ich von neuem auf die Reise gegangen. In die Vergangenheit, aber natürlich auch die Gegenwart eines Landes, das über einen schrecklichen Krieg zu einer stolzen Nation geworden ist. Vietnam zieht sich über 1700 Kilometer vom Norden mit der Hauptstadt Hanoi in den Süden mit Saigon als größter Metropole. Im Stadtkern das Rex, damals Zentrale des US-Informationsdienstes, in Sichtweite das Caravelle, damals schon mit Aircondition, wohl deshalb auch Residenz auf Zeit für die amerikanischen Journalisten. Gegenüber im französischen Kolonialstil das Continental, von den Europäern bevorzugt. Schließlich zwei Blocks entfernt das Majestic, eine Edelherberge für Very Important People, direkt am Saigonfluss. Der große Strom dient heute Ausflugsdampfern und Containerschiffen gleichermaßen. Er durfte auch seinen Namen behalten, als die Stadt selbst umgetauft wurde nach dem Fall der Saigoner Regierung. Seitdem heißt sie Ho Chi Minh City, nach dem Vater des vietnamesischen Unabhängigkeitskampfes, im Volksmund respektvoll Onkel Ho genannt. Der ehemalige Regierungssitz von Südvietnam, nunmehr Wiedervereinigungspalast. Seine Besichtigung gehört zum Pflichtprogramm der Schulklassen. Davor Prototypen der Panzer, die in den Morgenstunden des 30. April 1975 die Palasttore durchbrachen. Noch 1967 war ich Zeuge, als ein deutscher Botschafter im Audienzsaal seine Akkreditierung abgab. Nicht weit die katholische Kathedrale, beliebt bei Brautleuten als Fotomotiv und lange das Wahrzeichen Saigons. Die Ziegelsteine für diese Kopie von Notre Dame kommen aus Frankreich. Die letzten beiden Präsidenten Südvietnams waren Katholiken und wollten das Christentum zum Gegengewicht des kommunistischen Regimes im Norden machen. Immerhin folgen 10% der Vietnamesen dem katholischen Glauben. Neben der Kirche das Hauptpostamt, im späten 19. Jahrhundert gebaut, mit gusseisernen Verstrebungen von Gustav Eiffel. Es hat beileibe noch nicht ausgedient und gilt als Touristenattraktion. Zu meiner Zeit als Korrespondent lebenswichtig für Briefzustellung und Telegrammservice, aber auch dem gelegentlichen Telefonanruf nach Hause. Damals war Saigon eine 2-Millionen-Stadt. Das Ho Chi Minh City von heute zählt 8 Millionen Einwohner. Entsprechend das Verkehrschaos, das aber immer mehr über ein Ampelsystem reguliert wird, wie wir es in Europa noch nicht kennen. Die Ampeln zählen nämlich sowohl die Rot- wie die Grünphase auch für die motorisierten Verkehrsteilnehmer herunter. Das schafft Übersicht. Und so ordentlich aufgestellt wie hier habe ich in Europa noch keinen Moped-Park gesehen. Von der amerikanischen Präsenz ist kaum etwas geblieben,
und das Wenige hat musealen Charakter. Im Museum für Kriegsrelikte erhält der Besucher Einblick in die Rüstungsmaschine, mit der Amerika den Kommunismus in die Knie zwingen wollte. Meine erste Fronterfahrung im Jahre 1967 erfolgte im Mekong-Delta. Amerikanische und südvietnamesische Truppen wollten aufständische Vietcong aus ihren Schlupfwinkeln im Iron Triangle vertreiben, einem Gebiet nicht ganz 70 Kilometer von Saigon entfernt. Aber der Gegner stellte sich nicht zum Kampf, sondern zog sich freiwillig zurück, machte sich unsichtbar. Wenig später tauchten die Vietcong-Truppen zu einem Überraschungsangriff nahe Saigon wieder auf. Ein Mitglied der Kutschi-Gemeinde nordwestlich der Stadt demonstriert die Taktik. Damals rätselten wir Journalisten, wo die Rebellenbewegung wohl ihre nächste Basis hatte, wie sich herausstellte, keine 70 Kilometer von der Metropole entfernt am Saigonfluss. Wie geschickt sich der Vietcong tarnte, kann man heute am Beispiel des Kutschi-Tunnelsystems studieren. Es erstreckt sich über 200 Kilometer unterirdisch und das in mehreren Etagen. Besonders wichtig war das unterirdische Lazarett. Verwundete Vietcong sollten dem Feind nicht in die Hände fallen. Auch das Hauptquartier des Hohen Vietcong-Kommandos für Saigon war hier untergebracht. Wie Tran Huy Chan erklärt, verbrachten die Mediziner und Stabsoffiziere monatelang im Untergrund, bei schwieriger Versorgungslage und dürftigen hygienischen Verhältnissen, ständig in der Angst vor Entdeckung und Tod. You know, nothing on the plans, on guns. Tran Huy Chan zeigt uns dann noch ein Diagramm der Truppenbewegungen gerade 70 Kilometer von Saigon entfernt. Ende 1967 hatte der Vietcong bereits 60% von Südvietnam unter seiner Kontrolle. Für die Amerikaner war es fast unmöglich, einen Vietcong als solchen zu identifizieren. In den Sümpfen und Lagunen des Mekong-Deltas konnte er tagsüber einen Alltagsberuf wie Seemann oder Fischer nachgehen und nachts Überfälle verüben. Er konnte Reisbauer oder Gärtner sein, Hafenarbeiter oder einfach Müßiggänger, Mann oder Frau, ja sogar buddhistischer Mönch. Denn Ahnenkult oder Frömmigkeit hinderte keinen Vietnamesen daran, auch gleichzeitig Kommunist zu sein. Und das sind gefangene Vietcong. Keine Schreckgestalten oder verhetzte Fanatiker, sondern junge Männer, die im Krieg die andere Seite gewählt haben oder angeworben worden sind. Sie sind auch bereit, ihre Sache abzuschwören, scheinbar jedenfalls. In einem Umerziehungslager nahe dem Seebad Phung Thau wurden sie zu Ausbildern geschult für neu geworbene Rekruten des südvietnamesischen Regimes. Nach dem Sieg der Kommunisten wird das gleiche Lager der Umerziehung von besiegten Südvietnamesen dienen. Heute sind diese Lager aufgelöst. Sie würden die Kulisse von Phung Thau stören, das heute wieder ein mondänes Seebad ist. Über Phung Thau grüßt eine Christusfigur die Seefahrer draußen auf dem Meer. Je länger der Krieg dauert, desto größer die Zahl der Toten, aber auch der Verwundeten. Es gehört zum Ethos der GIs, dass verwundete Kameraden sofort gerettet werden, auch wenn sich die Retter selbst in Gefahr bringen.
Anders die zivilen Opfer, wie diese Montagnards, eine ethnische Minderheit, die zu den Amerikanern hielt. Dies sind die Überlebenden eines Flammenwerferangriffs des Vietcong im Dezember 1967. Und dies die Opfer eines Napalmangriffs der Amerikaner im gleichen Kriegsjahr. Viele wurden dann auf dem Lazarettschiff Helgoland behandelt, dem westdeutschen Beitrag zum Vietnamkrieg. Die Helgoland lag im Hafen Da Nang, nahe einem Militärcamp der amerikanischen Marines. Von Da Nang zu dem 10 Kilometer entfernten Marmorbergen überflog man Vietcong-Gebiet. Unter den Marmorbergen verbirgt sich das Vietnam der Ahnen. In 44 Jahren hat sich nicht viel unter den Marmorbergen verändert, wie der Vergleich zeigt. Die fünf Hügel sind den fünf Elementen, Eisen und Wasser, Holz, Feuer und Erde, gewidmet. Und ihre Geheimnisse lassen sie sich auch nicht durch die Besucherschar nehmen. Heute erstrahlen die Marmorberge wieder in ihrem prachtvollen Weiß. Damals waren sie so etwas wie ein Fluchtpunkt vor dem Kriegslärm in der nahen amerikanischen Basis, bis der Vietcong auch hier seine Verstecke aufbaute und die amerikanischen Bombardements begannen. Dann war es vorbei mit der Oase der Stille. Bald werden es die Touristen bequemer haben zu den Höhlen, wenn der neue Aufzug fertig ist. Heute führt eine Allee von den Marmorbergen in die Hafenstadt Da Nang. Von der amerikanischen Militärbasis ist kaum noch etwas zu sehen. Und ungefähr, wo die Helgoland ankerte, führt jetzt eine moderne Brücke über den Hafen. Überhaupt erschließt sich Vietnam immer mehr dem Fortschritt und dem Tourismus aus aller Welt. Die Besucher staunen über die Form der Fischerboote wie große Reisschüssel. Und über die Geschicklichkeit der Fischer. Sie fotografieren die Beute aus dem Meer wie diesen Jellyfish. Und wundern sich darüber, wie karg inzwischen die Früchte des Fischfangs sind. Die 2000 Kilometer lange Küste mit ihren Buchten und Sandstränden locken auch Investoren, die dort, wo vormals erbitterte Schlachten tobten, ihre Hotelburgen bauen. Besonders weit entwickelt ist Nha Trang, an einer inselreichen Bucht, die zu den schönsten der Welt gezählt wird. Über Nha Trang thront ein Tempel aus dem 8. Jahrhundert, der gerade erst eine Restaurierung erlebt hat. Das Heiligtum gehört eigentlich zur Hindu-Religion und die Vietnamesen sind mehrheitlich Buddhisten. Aber die Fruchtbarkeitsgöttin der Hindus gilt allen Vietnamesen als heilig. Dabei sehen die Gläubigen auch darüber hinweg, dass die Franzosen den Kopf der Göttin haben mitgehen lassen. Er ist in einem Museum in Paris ausgestellt. Der hölzerne Ersatz erscheint genauso verehrungswürdig. Hinter dem Heiligtum tanzen Mädchen aus der Cham-Kultur. Die Cham wurden einst von den Viet, also den Vietnamesen, vertrieben oder unterjocht. Aber heute bilden sie und ihre Künste eine hochgeschätzte Minderheit in der Bevölkerungsmischung. Das altertümliche Hoi An mit seinem Seehafen ist eine Gründung der Cham und geht auf das 2. Jahrhundert zurück. Hier ließen sich auch die ausländischen Handelsgesellschaften nieder. Die Japaner bauten im 16. Jahrhundert diese Brücke. Es folgten Chinesen und Portugiesen, Franzosen, Holländer und Briten. Sie alle hatten größere oder kleinere Handelsquartiere. Die Chinesen breiteten sich allerdings am stärksten aus. Als Touristenmagnet steht das Städtchen inzwischen auf der Welterbeliste der UNESCO.
Seit ich vor 44 Jahren im verwahrlosten, aber kaum zerstörten Hoi An war, hat sich das Stadtbild auf erstaunliche Weise verändert. Frau Le Dang Duang erklärt, warum. 1985 hat das Volkskomitee Richtlinien eingeführt, was die Farbe, die Eigenart, die Dächer, die Bedeutung der Stadtviertel angeht. Sie müssen strikt befolgt werden, damit der Charme des Ortes bewahrt bleibt. Der krasse Gegensatz folgt nur ein paar Kilometer weiter Richtung Norden. Da sind zwar die Wunden des Krieges vernarbt, aber die Gedenkstätten unübersehbar. Hinweise auf Schlachten, Heldenfriedhöfe. Wo heute der Buddha freundlich lacht, beginnt die Straße ohne Freude. So nennen die Vietnamesen jenen Teil der Nationalstraße vom Süden in den Norden, der zur Demarkationslinie führt. Denn nirgendwo sonst in Vietnam wurde so erbittert um jeden Zentimeter gekämpft, mussten so viele Menschen ihr Leben lassen, seien es Vietnamesen oder Amerikaner. Besonders in der Nähe des 17. Breitengrades, der das kommunistische Nordvietnam von der südvietnamesischen Republik trennte, lösten sich Sieg und Niederlage ab. Zunächst kämpften hier aber Südvietnamesen gegeneinander. Vietcong gegen Regierungstruppen und die wiederum mit Hilfe amerikanischer Hubschrauber gegen die Vietcong. Und wer die Oberhand behielt, kannte keine Gnade. Kollaborateure wurden entweder ohne Aufsehen umgelegt oder öffentlich hingerichtet. In den Schlachten um die alte Königsstadt Hue in Vietnams Mitte erfolgten die Morde systematisch. Nach einer Liste töteten die Kommunisten 3000 Bürger der Stadt, bevor sie sich wieder zurückziehen mussten. Denn Hue war auch die Universitätsstadt. Übrigens nicht nur für die Intellektuellen der südvietnamesischen Seite, sondern auch für Ho Chi Minh und die Seinen. Es war vor 44 Jahren und ziemlich genau an diesem Platz, dass uns ein amerikanischer Armeehubschrauber abgesetzt hat. Ich wollte einige Aspekte der Kaiserstadt von Hue filmen, aber es war schlechtes Wetter, es hat geregnet und die Wände waren grau und die Stadt war vernachlässigt. Es war also eigentlich umsonst. Wir haben dann gewartet auf den Hubschrauber und waren ziemlich froh, dass uns der nach 3 Stunden wieder abgeholt hat. Denn es gab auch so ein paar zwielichtige Gestalten. Es war eine finstere Zeit. Heute ist die imperiale Stadt nach dem mittelalterlichen Hoi An die größte Touristenattraktion in Vietnam. Und das, obwohl die Schäden noch nicht behoben sind. Einzig das Lesehaus der Könige blieb unzerstört. Die Monarchen von Hue konnten sich ganz Vietnam untertan machen, mit Hilfe der überlegenen französischen Waffentechnik. Damit begaben sich die Herrscher aber auch in die Abhängigkeit von der französischen Kolonialmacht. Die einheimische Dynastie folgte den Franzosen, auch was Architektur und Lebensart angeht. In Dalat schufen sich die Europäer einen Höhenluftkurort, ein klein Paris mit Cafés und noblen Hotels. Und auch die einheimische Herrscherfamilie verbrachte die heißen südvietnamesischen Sommer dann ebenfalls hier. Heute ist die Herrschaft der Nguyen-Familie und ihre Vasallentreue ein Teil der vietnamesischen Geschichte. Besuchen die Vietnamesen gerne die Räume, in denen die Kinder und die Nebenfrauen des Herrschers lebten. Auch den Balkon, der dem letzten König Bao Dai zur Himmelsbeobachtung diente. Der Thron selber aber ist verwaist. Die Franzosen bauten dem letzten Herrscher Vietnams diesen Art-Déco-Palast in Dalat.
Als die Schutzmacht 1954 abziehen musste, griff Bao Dai selber nach der Macht. Er stellte sich eine Koexistenz vor mit Ho Chi Minh im Norden und ihm selber als König im Süden. Aber das Volk war das Königtum von Frankreichs Gnaden leid. Die Amerikaner ließen nicht lange auf sich warten, um die Franzosen abzulösen. Dalat war und blieb auch während des Vietnamkriegs der Gemüse- und Obstlieferant für Saigon. Die Neuerung Gewächshäuser, die die Saat vor der Sonne schützen. Mitunter trat damals eine Versorgungspanne ein, wenn der Vietcong die Zufuhr drosselte. Meist hat er einfach nur einen Anteil verlangt. Auch die Amerikaner haben Dalat geschätzt und geschützt. Aber im Bergland rundum haben sie Pflanzengifte versprüht. Nur wir schützen vor Waldbrand. Die Aufschrift wirkt wie böse Ironie. In Wahrheit haben die Spezialflugzeuge Napalm und Agent Orange gesprüht, um dem Vietcong die Tarnung und auch die Versorgungsgrundlage zu rauben. Die Umweltschäden sind bis heute nicht behoben. Und Dioxin ruft heute noch Gesundheitsschäden hervor. Im Museum für Kriegsrelikte in Saigon basteln und verkaufen blinde und behinderte Kinder Glasperlenketten. Sie verkaufen an Besucher, auch aus Amerika. Die Wake Forest University in North Carolina hat vor kurzem einen Fonds von 300 Millionen Dollar aufgelegt, um die Folgen von Agent Orange zu beseitigen und Dioxinschäden zu beheben. Der Staat selbst hat noch nichts getan. Mir erscheint Brot des Lebens, Bread of Life in Da Nang, als eine Art private Wiedergutmachung. Ein amerikanisches Ehepaar hat Taubstumme für die Küchenarbeit angelernt. Eine Küche weitgehend ohne Küchenlärm. Die jungen Leute können sich nur mit Handzeichen verständigen. Schreiben und Lesen haben die meisten nicht gelernt. Brot des Lebens finanziert sich selbst. An der Kasse sitzt ein gehbehindertes Mädchen, taubstumm ist es nicht. We saw the deaf as the most needy. Fred Huff ist von Beruf Theologe, er hat schon viele Projekte in Vietnam betreut. Am nötigsten aber hätten die Fürsorge die Taubstummen. In ihren Familien werden sie als Last empfunden. Jetzt sei es umgekehrt. Jetzt tragen sie zum Familienunterhalt bei. Nun haben sie auch einen Lebensinhalt gefunden. Many of them, before they came to work for us, were burdens on their family. Now they're the largest supporter of their family. Ob Huff schon früher in Vietnam war? I was here during the war. Ja, im Vietnamkrieg, als GI in der Armee. Im Frühjahr 1967 beginnt der Kampf um die Berghöhe von Khe San. Er sollte zur mörderischsten Auseinandersetzung im gesamten Krieg werden. Schon damals starben 940 Nordvietnamesen und 155 Marines. Im Januar 1968 rücken 20.000 Nordvietnamesen auf Khe San vor und kesseln 5.000 Marines auf der Höhe ein. Wieder war es den amerikanischen Geheimdiensten nicht gelungen, die Massierung kommunistischer Kräfte richtig einzuschätzen. Nur einige wenige Relikte erzählen von dem dramatischen Kampf um die Bergfestung. Ein paar Kampfhubschrauber und Kanonenrohre und natürlich die Stimmung auf der Höhe, die immer noch bedrohlich wirkt.
Bei der Verteidigung der Flugbasis setzten die Amerikaner ununterbrochene Luftangriffe ein. Nach 77 Tagen Belagerung waren 110.000 Tonnen Bomben auf die Stellungen der Nordvietnamesen gefallen. So viel wie noch nie in der Kriegsgeschichte auf so engem Raum. Der Geschichtsstudent Viet Minh schildert die Bedeutung, die Amerika der Bergfestung verliehen hat. Sie lag 35 Kilometer von der Demarkationslinie, also der Grenzziehung zwischen Nord- und Südvietnam, entfernt. Sie kontrollierte den Ho Chi Minh-Pfad, der hier verlief, und sie lag über der Hauptstraße Nummer 9, die Vietnam mit dem Hinterland in Indochina verbindet. So, with the Marine Cation became very, very important place. Und warum haben die Nordvietnamesen das für so wichtig gehalten, die Bergfestung zu erobern? Die Nordvietnamesen waren bereit, hohe Verluste hinzunehmen, um die Amerikaner abzulenken von der eigentlichen Strategie, nämlich der Generaloffensive auf Südvietnam. Hanoi wollte auch die Aufmerksamkeit der amerikanischen Führung und der internationalen Presse auf die Schlacht von Khe San lenken, im Kampf um die öffentliche Meinung. And Vietcong and NVA, I think they also want to catch intention and attention of the US Army leader. And they want to catch intention of intermediary of the press. Die so umkämpfte Route Nummer 9 ist heute die Hauptverkehrsader Vietnams mit dem Rest Asiens. Noch stärker auf die öffentliche Meinung als der Kampf um Khe San hat das Massaker von My Lai eingewirkt. Am 16. März 1968 landete eine Hubschrauberstaffel unter Leutnant Kelly in einem vermuteten Vietcong-Unterschlupf und ermordete über 500 Männer, Frauen und Kinder. Tatsächlich war das Massaker ein Einzelfall in der Geschichte des Krieges. Für die jungen Vietnamesen aber Symbol für die Grausamkeit der amerikanischen GIs. Es war dann aber ein Pilot der amerikanischen Streitkräfte, der das Massaker aufgedeckt hatte. 20 Monate nach der Tat. Ich fragte den Direktor des Museums von My Lai, Ram Thang Kom, zu den Folgeerscheinungen des Massakers. Er sagt sinngemäß, dass diese Bluttat mehr noch als der Kriegsschauplatz die Weltmeinung beeinflusst habe und durchaus als Wendepunkt des politischen Kampfes zu betrachten sei, auch wenn die Tat erst durch einen Amerikaner bekannt geworden sei. In Vietnam selbst wurde sie erst durch das Hörensagen bekannt. Vietnamesen waren und sind zurückhaltend, was die Opferzahlen des Krieges angeht. Aber My Lai ist so etwas wie die Gedenktafel stellvertretend für alle, in Stein gemeißelt. Die meisten Vietnamesen, genauer 2/3 der Bevölkerung, sind erst nach dem Krieg geboren. Entsprechend frei sind sie in der Meinungsbildung und in der nationalen Rückbesinnung auf die jüngere Geschichte. Die Regierung gibt viel Geld für Schulen und Schulbildung aus, für das Vietnam von morgen und nicht für das Studium des Gestern. In ihrem religiösen Denken spielt auch der Glauben eine Rolle, dass eine zu starke Beschäftigung mit den Geschehnissen der Vergangenheit sie von Neuem heraufbeschwört. Der Blick auf das Materielle zeigt sich im explosionsartigen Häuserbau. Meist sind es Handtuchhäuser, Bauten auf engstem Raum, weil Grund und Boden besonders in den Städten immer teurer wird. Der wirtschaftliche Aufschwung ist beträchtlich und die Exportwirtschaft brummt, besonders in handwerklichen Produkten. Vor allem die feine Porzellanmalerei. Ja.
Die Herstellung von Räucherstäbchen, angereichert mit Geruchsstoffen aus der heimischen Flora, hat mich besonders fasziniert. Hier sind es wieder Behinderte, die mit der Fertigung von Teppichbildern, kleinen Gobelins, beschäftigt sind. Die althergebrachte Kunst der Kalligraphie. Sie wird besonders um das Neujahrsfest herum gepflegt, den Tet-Feiertagen zwischen Januar und Februar. Hier wünscht mir der freundliche Künstler vermehrte Willenskraft und bringt sie zu Papier. Das volkstümliche Spiel mit den Wasserpuppen, ursprünglich in den Reisfeldern zu Hause. Es hat keinen politischen Hintergrund, die Systemfrage darf sowieso im kommunistischen Staat niemand stellen, sondern schildert Ereignisse aus Alltag und Natur, wie hier der Kampf mit dem räuberischen Tiger. Die furchteinflößendste Waffe der Amerikaner war die B-52-Flotte. Kaum sichtbar durch die schwarze Tarnfarbe, in zu großer Höhe für Flugabwehrgeschütze fast unangreifbar. In den Schächten der B-52 500 und 750 Pfund Bomben. Der Bombenschacht war auch für Atombomben gebaut. Aber Vietnam ist ein konventioneller Krieg. Die Bomber bleiben auch im Einsatz, als die US-Streitkräfte sich schon zurückgezogen haben, bilden Teil der Verhandlungstaktik von Henry Kissinger. In diesen nordvietnamesischen Aufnahmen zeigen sie die verheerenden Wirkungen. Wir dürfen im Hafen von Haiphong Aufnahmen machen. Er besaß im Vietnamkrieg eine große Bedeutung, weil hier auch die Rüstungsgüter eintrafen, die der nordvietnamesischen Armee so sehr fehlten im Kampf mit der materiellen Übermacht der USA. Heute wie damals geht es auch um Reis und Getreide. Im Krieg Mangelware, damals musste China aushelfen, heute auch Exportprodukt. Haiphong war das Tor zur Welt. Der Vizedirektor des Hafens schwärmt jetzt aber von den großen Plänen, die vietnamesische und ausländische Investoren gemeinsam entwickelt hätten. Zum Beispiel das neue Hafenprojekt, das von Haiphong aus und dem neuen internationalen Flughafen erreichbar sein wird. In der Halong-Bucht bildet ein Inselarchipel auch eine touristische Attraktion. Fast zu viele Besucher aus aller Welt drängen sich auf den Dschunken und in der Inselwelt. Im Verlaufe des Krieges hatten die Amerikaner versucht, einen Minensperrgürtel zwischen den Inseln und dem Hafen von Haiphong anzulegen. In diesen Aufnahmen wird die Sprengung gezeigt. Haiphong wurde nicht nur mit Fernbombern vom Typ 52 bombardiert, sondern auch mit Jagdbombern, die von nahen Flugzeugträgern starteten. Sie gerieten auch in den Radius der Flugabwehr. Einige hundert amerikanische Flugzeuge wurden abgeschossen. Ihre Piloten retteten sich oft durch den Schleudersitz. Die meisten von ihnen wurden im Gefängnis Maison Centrale festgehalten, das sie zynisch Hanoi Hilton nannten. Erst nach Kriegsende kamen sie frei, unter ihnen John McCain, später amerikanischer Präsidentschaftskandidat. Das Gefängnis steht heute zur Besichtigung frei.
Der Trakt, in dem die Amerikaner die Zeit verbrachten, ist heute einem Neubau gewichen. Das Maison Centrale wurde von den Franzosen gebaut. Ihre Kolonialarchitektur bestimmt bis heute das Stadtbild von Hanoi. Die renovierte Oper, ein beliebtes Fotomotiv für Brautleute. 35 Jahre nach der Niederlage der Amerikaner und 55 Jahre nach dem Sieg über die Franzosen ist französische Lebensart in und der American Way of Life schon nicht mehr verpönt. Das legendäre Hotel Metropole ist glanzvoll wiederhergestellt. Der deutsche Hoteldirektor Späth erzählt stolz: Während des Krieges war das Hotel praktisch die Hauptzentrale der ganzen Regierung. Die kamen hierher, die haben hier alle gelebt im Hotel. Die ganzen Reporter, praktisch war das Hotel die einzige Möglichkeit für irgendjemanden Ausländer hier im Hotel in Hanoi zu leben. Und die Regierung hat praktisch hier ihre Pläne geschmiedet. Und von daher hat es eine ganz wichtige Stellung in der Geschichte dieser Stadt und daher auch des Landes. Und wie war das, wenn die Amerikaner mit Bomben kamen? Ja, dann haben sich die Leute ganz schnell in unserem Bunker versteckt. Hier direkt unter unserem Swimmingpool ist er noch, der alte Bunker. Die Jane Fonda hat dort gesungen, die Joan Baez war da drin, der vorhergehende Außenminister von Kanada, die ganzen Botschafter kennen unseren Bunker. Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe jetzt noch Gäste, die kommen und uns mir direkt von dem Bunker erzählen. Er ist noch da, aber leider nicht mehr zugänglich. Und praktisch jetzt über die letzten 4-5 Jahre haben wir das ganze Hotel komplett renoviert und jetzt hat es seine alte, grandiose Stellung gefunden. Die Straßenzüge der Altstadt, einst streng nach französischem Muster angelegt, verraten kaum mehr europäischen Einfluss. Hier verbrennt ein Glücksritter Geld, weil das angeblich Reichtum beschert. In den Straßen drängen sich noch die Zweiradfahrer. Aber wenn die vom wirtschaftlichen Aufwärtstrend begünstigt auf das Vierrad umsteigen, droht ein Verkehrsinfarkt. Auffallend ist die Veränderung der Mode bei der Kopfbedeckung. Der traditionelle Hut der Reisbauern weicht immer mehr dem Motorradhelm. Der ist zwar kaum fest genug als Kopfschutz, aber dafür in allen Variationen zu kaufen. Fast schon Mode ist auch der Mundschutz. Mit fantasiereichem Helm und Stöckelschuhen ein interessantes Couplet. Wo einst Piloten wie McCain nach dem Abschuss aus dem Wasser gefischt wurden, fischen heute Angler im Trüben und das mit Erfolg. Einheimisch wird Hanoi, wenn es in die vielen Tempel und Pagoden geht. Ho Chi Minh als Geldschein und fromme Gabe, die heimische Ausprägung des Kommunismus geriet nie in Konflikt mit dem Glauben. Allenfalls mit rebellischen Mönchen in der Opposition. Deshalb haben die Volkskomitees eine Art offizieller buddhistischer Kirche gegründet. Der berühmteste Tempel, die erste Universität der Nation, Konfuzius gewidmet. Die goldene Schildkröte wird von den Studierenden verehrt als Nothelfer bei allen Prüfungen. Die Anbetung der Götter und Ahnen teilt sich auch jenem verehrten Führer mit, der für Vietnam Einheit und Unabhängigkeit erkämpft hat. Ho Chi Minh. Tagtäglich stauen sich vor seinem Mausoleum die Massen, und zwar nicht nur Vietnamesen, sondern auch Chinesen und Besucher aus der westlichen Welt. Revolution als Touristenattraktion. Und viele der Besucher aus Europa, auch aus Deutschland, mögen sich daran erinnern, dass sie Ende der 60er Jahre lauthals Ho Chi Minh gerufen haben. Im Ho Chi Minh Museum wird auch jener Demonstranten in Berlin gedacht, die 1968 in den Ostermärschen Solidarität forderten und ein Ende des Krieges. Die Verherrlichung von Ho Chi Minh kam ihm schon vor seinem Tod 1969 entgegen.
Nach allen Informationen war sie nicht nur der Propaganda geschuldet, sondern der tiefen Zuneigung zu einem Mann, der ohne Rücksicht auf Verluste seine Ziele verfolgte, seine Armeen in Krieg und Tod schickte. Die Aufnahmen gingen in alle Welt, als nordvietnamesische Soldaten auf sowjetischen und chinesischen Panzern am Morgen des 30. April 1975 die Tore zum südvietnamesischen Präsidentenpalast niederreißen. Es waren schon keine amerikanischen Soldaten mehr, die kurz zuvor die Flucht ergriffen, sondern Diplomaten und Agenten samt ihrem einheimischen Personal, das die Rache der Sieger fürchten musste. Der letzte Helikopter startete dabei nicht von der amerikanischen Botschaft, sondern vom Dach des Pittman Building, das wohl vom amerikanischen Geheimdienst benutzt worden war. Es wirkt wie ein Symbol des modernen Saigon, dass in Sichtweite des Pittman Building der Helikopterlandeplatz eines neuen Hochhauses grüßt. Für die Flucht hatte der Geheimdienst das Dach des maroden Gebäudes gefestigt. Die Fluchtleiter im 9. Stock steht noch da, wie seitdem unangetastet. Und die Terrasse, als ob sie gerade erst verlassen worden wäre. Neben dem Pittman Building das moderne Ho Chi Minh City. Mit dem Hotel Rex im Zentrum. Nach der täglichen Pressekonferenz des amerikanischen Informationsamtes im Rex, auch Märchenstunde genannt, trafen wir Journalisten uns an der Bar, diskutierten die Ereignisse des Tages. Da ging es natürlich um die Einsätze im Krieg selbst, aber auch um die bestürzenden Nachrichten von zu Hause. Ho Chi Minh-Rufe auf den Straßen von Paris, von Rom, von London. Make love, not war, tönte es von den Universitäten in den Vereinigten Staaten. Che Guevara rief 1, 2, 3, viele Vietnam, sodass sich die amerikanische Regierung und das Militär hier in der Lage sahen, plötzlich an zwei Fronten zu kämpfen. Einmal gegen den Kommunismus in Vietnam, zum anderen um die Seele der amerikanischen Nation. Am Ende haben sie beide verloren. Die Niederlage der Waffenmacht stilisiert und Kriegern, denen der rechte Glaube abhanden gekommen ist. Der Sieg wiederum nicht so sehr des Weltkommunismus, sondern der nationalen Sache. Die Tristesse des Krieges ist längst schon der Freude und dem Selbstbewusstsein eines Volkes gewichen, das fortschrittsfreudig und traditionsbewusst zugleich ist.